Das Wetter war zwar trüb, die Stimmung in der Reutlinger Pomologie jedoch war das genaue Gegenteil. Beim Pomologiespektakel hatten sich die Organisatoren von BAF, Feder und Kaffeehäusle einiges ausgedacht, um ihre Besucher zu begeistern. Hier trafen Menschen mit und ohne Behinderung aufeinander und konnten sich kennenlernen. Dabei gab es natürlich noch Tanzaufführungen, Kunst, gemeinsame Workshops und vieles mehr zu entdecken.